Eine durchsichtige Folie. Die kennt ihr vielleicht, wenn ihr schon mal im Blumenladen wart und zum Beispiel für die Mama einen Blumenstrauß gekauft habt. Dann wird der Blumenstrauß in so eine Folie eingepackt. Auf dieser Rolle ist auch eine durchsichtige Folie, die ganz ähnlich aussieht, aber mit der kann man auch was ganz anderes machen. Also, die wird zunächst mal abgewickelt, da kann man sehen. Und als erstes kommt hier was drauf, was hier so tropft, das nennt man einen Haftgrund. Was muss man sich darunter vorstellen? Das ist sowas ähnliches wie ein Zwischenkleber, damit das, was jetzt drauf soll, auch wirklich klebt. Und an dieser Stelle, wo diese vielen Rollen sind, kommt jetzt der eigentliche Klebstoff drauf. Der wird in so einem Topf angerührt, weißer Klebstoff, und der kommt jetzt da auf die Folie drauf. Da kann man sehen, wir gucken jetzt von oben durch die Folie durch und unten drunter, was da so wabert, kann man vielleicht sagen, das ist der eigentliche Klebstoff. Und der ist jetzt drauf und hier an dieser Stelle, wo diese Streifen sind, wird das, was zu viel ist an dem Klebstoff, abgestreift, dass überall gleich viel drauf ist. Danach sieht die Folie so ein bisschen bläulich aus. Mehr kann man nicht sehen und die läuft danach in einen Trockenofen. Der sieht so aus und da drin wird diese Folie mit dem Haftgrund und dem Kleber so weit getrocknet, dass er nicht mehr zu feucht ist und ordentlich klebt. Ist das erledigt, wird diese Folie mit dem getrockneten Klebstoff hier aufgewickelt. Kommt dann in die nächste Maschine hinter diesem Rolltor, da wird die Rolle wieder abgewickelt. Und weil man daran nichts sieht, haben wir als erstes schon mal wieder ein Modell gebaut. Das sieht so aus. Wir haben uns auch eine dicke Rolle von solchem Klebeband besorgt, das Ende genommen, das über so eine Rolle geführt. Und was ganz Ähnliches passiert in der großen Maschine auch. Diese Rolle von unserem Modell, die ist in der Maschine da ganz unten, wo der Schlitten hin und her fährt. Und der Schlitten, der macht jetzt auch das erste Spannende. Und was der genau macht, das zeigen wir euch jetzt wieder im Modell. Der macht nämlich Folgendes. Der legt erst einen breiten Papierstreifen auf das Band und mit ein bisschen Abstand davor noch einen schmalen roten Papierstreifen. Das sieht dann so aus. Dann geht's weiter. Da sieht man den breiten Papierstreifen, der ist bunt gemustert und den roten daneben. Und dann wird das Ganze im Vorbeifahren auf die Rolle mit dem Klebeband draufgelegt. Und hier sieht man den breiten Streifen, wie er nach oben wegläuft und zur nächsten Station. Die nächste Station zeigen wir erstmal wieder im Modell. Da läuft diese breite Rolle über Messer. Wir machen das im Modell nur mit einem Messer und schneiden die Rolle in der Mitte durch. In Wirklichkeit, in der großen Maschine, passiert das natürlich ein bisschen anders. Da wird das in ganz viele schmale Streifen geschnitten. Da kann man es sehen. Und wenn man jetzt von der anderen Seite in die Maschine reinschaut, da sieht man so silberne Dinger, das sind die Messer, ganz viele nebeneinander. Und jetzt im Vordergrund sieht man schon die schmalen, geschnittenen Streifen, die daraus geworden sind. Und jetzt wieder zurück in unser Modell. Nach dem Schneiden in die schmalen Streifen werden die Streifen getrennt. Ein Streifen geht nach oben und ein Streifen nach unten. Bei unserem Modell natürlich nur zwei. In der Fabrik sieht man ganz viele nach oben und der Rest über eine Rolle nach unten. Immer abwechselnd. Und jetzt wird das aufgewickelt und schon kommt der erste Trick. Nämlich, jetzt wird direkt hinter dem roten Streifen das Band abgeschnitten. Zack, einmal. Und bei dem anderen auch. Zack. Das hat folgenden Sinn, damit, wenn die Rolle dann fertig ist, dass man mit dem roten Ding ein Eckchen hat, wo man die Rolle anfassen kann und das Klebeband abwickeln. Dann kommt ein neuer Kern auf die Achsen drauf und jetzt kommt der zweite Trick. Der Rest bis zu dem breiten Papierstreifen wird an den Kern dran geklebt, oben und unten. Und dann wird als erstes dieser breite Papierstreifen aufgewickelt, der ist ja dann bunt, damit es ein bisschen netter aussieht. Und dann wird das Ganze aufgewickelt, so lange bis der nächste rote Streifen kommt. Bei uns halt nur zweimal, in der Fabrik natürlich sehr viel mehr. Da sieht man, das ist eine Riesenmaschine mit ganz vielen solchen Kernen. Man muss schon ganz genau hingucken, damit man sieht, was da eigentlich passiert. Also, hier sieht man die durchsichtigen Kerne auf diesen weißen Plastikteilen. Die gehen in die Maschine rein und darauf wird jetzt das Klebeband aufgewickelt. Da kann man sehen, wie die Rolle langsam immer etwas dicker wird. Bis 10 Meter drauf sind, dann wird sie abgeschnitten.
Dann wandern die Rollen nach oben und dann werden die fertigen Rollen abgestreift. Und weil das alles so schön war, zeigen wir das Ganze jetzt nochmal. Hier sind wieder die durchsichtigen Kunststoffkerne auf den weißen Dingern. Und jetzt achtet mal auf den roten Streifen, der gleich kommt. Achtung, da ist er. Abschneiden. Aufwickeln. Jetzt kommt gleich der nächste rote Streifen. Danach wieder abschneiden. Und fertig ist die Rolle. 10 Meter drauf. Und jetzt hat man jede Menge von fertigen Klebebandrollen. Und eine solche Klebebandrolle sieht so aus. Oben mit dem roten Nippel zum Anfassen. Und mit dem bunten Papier, damit es schöner aussieht. So, und mit so einer Rolle kann man natürlich dann zum Beispiel Geschenke einpacken. Und wenn man sich das richtig einteilt, bis zu 60 Stück. Also so viele, wie zum Beispiel vielleicht unter den Weihnachtsbaum passen. Mit diesem Klebeband kann man natürlich auch die durchsichtige Folie zumachen, mit der der Blumenstrauß verpackt ist, zum Beispiel für die Mama zum Muttertag.